Okay, die nächste Frage ist, warum eine der häufig gestellten Fragen, die man vor allen Dingen hierzulande hört, weil hier gerne, sehr gerne Schweinefleisch gegessen wird, warum dürfen Muslime kein Schweinefleisch essen? Und weil auch meistens der letzte Muslim, der vielleicht absolut gar nichts von seiner Religion praktiziert, aber der isst trotzdem kein Schweinefleisch, in den meisten Fällen. Die Antwort ist ganz einfach, man kann sagen, wir essen kein Schweinefleisch, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns dies verboten hat. Soweit ich weiß, das ist Surat al-Ma'idah, Surah 5. Hurrimat alaikum al-maytatu wa dammu wa lahmu al-khinzir. Verboten ist euch das, Tote, also zum Beispiel ein Tier, was hingefallen ist, da darf man nichts mehr von essen, oder Blut und lahmu al-khinzir, das Fleisch vom Schwein. Das reicht uns als Muslime, reicht das natürlich, weil wir wissen, dass alles, was Allah uns verboten hat, dass es gut für uns ist, wenn wir uns davon fernhalten, wenn wir es vermeiden. Und wir wissen, dass alles, was Allah uns geboten ist, dass es gut für uns ist, wenn wir es durchführen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Gläubigen im Koran, indem er sagt, وَعَلَى اللَّهِ فَتَّوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und auf Allah vertraut, wenn ihr Gläubige seid. Das heißt, wenn wir Gläubige sind und Allah hat das verboten, wissen wir, dass es gut für uns ist, dass wir uns davon fernhalten. Allah sagt an anderer Stelle im Koran, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du elend bist. Und so ist es mit allen verbotenen Geboten, wir sagen als allererstes, weil es im Koran steht. Und wenn es im Koran steht und Gott ist allweise, weiß am besten, was für uns gut ist und was für uns schlecht ist, dann muss diese Sache, das Schweinefleisch, schlecht für uns sein, sonst hätte Gott das nicht verboten. Ob wir das erkennen oder nicht. Ich gebe ein Beispiel, das ich des Öfteren schon gegeben habe. Wenn beispielsweise ein Vater mit seinem Kind zum Arzt geht, das ist ein kleines Kind, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, und das Kind soll eine Spritze bekommen. Dann wird das Kind schreien und Angst haben. Aber in dieser Spritze ist ein Impfstoff. Oder in dieser Spritze ist ein spezielles Heilmittel. Aber das Kind wird schreien, es wird sagen, nein, bitte nicht, nicht diese Spritze, und wird Angst haben, wird vielleicht weinen. Aber wir als Erwachsene, wir werden das Kind dazu zwingen, diese Spritze zu bekommen. Oder der Arzt, je nachdem. Warum? Weil wir weiser sind als das Kind und wissen, dass dieser Heilstoff bzw. der Impfstoff einen Nutzen hat für das Kind, aber das Kind kann diesen Nutzen nicht erkennen. Genauso bei uns mit allen Verboten, die wir sehen, im Koran oder in der Sunna, sagen wir, in einigen Fällen sehen wir die Weisheiten ganz eindeutig, zum Beispiel Drogenkonsum. Drogenkonsum ist verboten im Islam. Jeder logisch denkende Mensch wird sagen, ja okay, das ist eine logische Konsequenz, denn wir sehen, was durch Drogenkonsum, welch Unheil dadurch geschieht. Aber in anderen Dingen, die verboten sind oder geboten sind, sehen wir die Weisheit vielleicht nicht auf den ersten Blick. So ist es auch mit dem Schweinefleisch. Auf den allerersten Blick ist der Schaden, der da drin steckt, nicht zu erkennen. Aber davon abgesehen, ob wir den Schaden erkennen können oder gar nicht erkennen können, vertrauen wir auf Gott. Aber im Falle vom Schweinefleisch ist es so, dass wir durch die moderne Wissenschaft festgestellt haben, und das ist ein Beweis für den Koran, dass Gott dies im Koran verboten hat. Gott wusste dies, bevor wir durch moderne Wissenschaft festgestellt haben, welchen Schaden das Schweinefleisch anrichten kann. Ja? Hier die moderne Wissenschaft, die aus dem Buch Bioenergietherapie von Keimer mit Y, Schmettmann mit DT und Reinhold, ja? Also Bioenergietherapie von Keimer, Schmettmann, Reinhold. Überschrift: Schweinefleisch, nichts für eine gesunde Ernährung. Hier steht, Schweinefleisch ist während und nach einer Therapie absolut verboten. Das ist jetzt von Nichtmuslimen geschrieben, ja. Das betrifft nicht nur das Schweineschnitzel, sondern auch alles andere, was mit Schweinefleisch hergestellt wird. Jegliches Schweinefleisch, Wurst mit Schweineanteilen, Speck, Schinken, etc., warum sind wir so strikt? Warum ist eine absolute Einhaltung des Schweinefleischverbotes so notwendig? Die reden jetzt über ihre Therapie. Jetzt kommt die Beantwortung. Weil Schwein für den Menschen hochtoxisch, also hochgiftig ist. Er sagt, der Nichtmuslim, hochtoxisch, hochgiftig ist. Das hat vielerlei Gründe.
Schweinefleisch hat einen sehr hohen Fettgehalt. Selbst sogenanntes mageres Schweinefleisch enthält noch große Mengen an Fett. Da dieses im Gegensatz zu anderen Fleischsorten, zum Beispiel Schaf oder Rind, auch intrazellulär angereichert wird. Schweinefleisch hat einen hohen Cholesteringehalt. Also ich wiederhole nochmal kurz, damit man es nochmal richtig hört. Schweinefleisch hat einen sehr hohen Fettgehalt. Selbst sogenanntes mageres Schweinefleisch enthält noch große Mengen an Fett, da diese im Gegensatz zu anderen Fleischsorten, zum Beispiel Schaf oder Rind, auch intrazellulär angereichert wird. Schweinefleisch hat einen hohen Cholesteringehalt. Schweinefleisch enthält ein Eiweiß, das aufgrund seiner Struktur eine hohe Verwesungsrate hat. Es geht sehr schnell in Fäulnis über. Die dabei entstehenden Fäulnisprodukte belasten Darm, Lymphe, Blut und Ausscheidungsorgane erheblich. Die Eiweißstruktur des Schweinefleisches ist derjenige des menschlichen Fleisches ähnlich. Dadurch wird es bei der Verdauung vom Abwehrsystem nicht als Fremdkörper erkannt, sondern kann leicht durch die Darmwand ins Lymphsystem und ins Blut gelangen, mitsamt seinen Eiweiß-Fäulnisprodukten und Toxinen. Toxine heißt Gifte. Ja? Schweinefleisch hat eine negative Wirkung auf das Bindegewebe, in Klammern Aufquellen infolge schwefelhaltiger Verbindungen. Schleimsubstanzen des Schweinefleisches werden in Sehnen, Bändern und Knorpeln eingelagert. Dadurch entstehen typische Erkrankungen wie Rheuma, Arthritis, Arthrose, Bandscheibenschäden. Schweinefleisch enthält eine hohe Histaminkonzentration, die höchste der Schlachttiere. Histamin ist jedoch der stärkste Auslöser allergischer Reaktionen. Es unterstützt auch entzündliche Prozesse wie Abszesse, Furunkel, Darmentzündung, Venenentzündungen, aber auch entzündliche Hauterkrankungen wie Ekzeme. Ein mit Schweinefleisch ernährter Körper ist weniger stressbelastbar und neigt deswegen eher zu Magengeschwüren und zum Herzinfarkt. Die Gifte des Schweinefleisches stören Nervenfunktionen und damit alle anderen Funktionen des Organismus. Wiederhole. Die Gifte